Jahr um das Jahr 1991 habe ich den Beschluss gefasst, den Torfbahnzug komplett mit der Dresine zu bauen. Und aber in der gleichen Zeit, wo ich den Gedanken gefasst habe, habe ich sicherheitshalber den alten Bahnhof mit aufgenommen. Ich habe ihn persönlich noch abgemessen, weil der S-Bahn-Tunnelbau ist vorgeschritten und es war kurz vor dem Abbruch von dem alten Bahnhof. Der Westernbahnhof. Es ist alles original nachgebildet. Der Zigarettenkasten, das Transparent von der Brauerei. Bahnhofskiosk, Martin Heck, das war genauso dort. Das Dach, die Tauben, 11.400 Ziegel, handangefertigt und gefärbt. Die Lokomotive, das ist eine Maffei, 1902 gebaut. Die hat eine Zeit in Anspruch genommen von 2 Jahre und 2 Monate. Und die Torfbänke dazu und Dresine, das waren ungefähr 4 Jahre. Ja, die Entstehung von dem Torf, ne? Ja, wie macht man dann so einen Torf, ne? Der Mini-Ausführung. Da habe ich Styropor genommen und kleine Stücke geschnitten und mit der Fassadenfarbe angestrichen und zuvor einen richtigen Torf besorgt und gemahlen. Und nachdem dass die Stücke bestrichen waren, habe ich es berieselt, ne? Ringsum. Und es gibt natürlich den natürlichen Effekt von den Torfstücken, ne? Die braucht man ja dazu, ne? Man kann nicht irgendwie Holz drauflegen oder so. Und der Rasen, der ist angefertigt worden, den habe ich selber gemacht. Ich habe das Fichtenholz geraspelt und gesiebt, sortiert und bemalen in dreierlei Farben. Und wieder Fassadenfarbe aufgestrichen auf das Styropor, Hartstyropor. Und dann berieselt und trocken werden lassen. Sie hat den Vorteil, man kann es schön absaugen, wenn es verstaubt ist. Ne? Und so ebenfalls die Gleise, die sind ja fabrikmäßig nicht für so strenges Modell zu verwenden. Ich habe den alten Schotter abgehoben, unter die Schienen drin, 3 mm. Und habe neuen Schotter, da haben wir einen Spasselab von meiner Heimat, von Murnauer Moos, habe ich so Schotter geholt und zerkleinert, gefärbt. Und dann die ganzen Gleise, Weichen, habe ich dann wieder neu gestaltet auf echt. Ne? Dreierlei Farben, die Schwellen angestrichen, Schienen angestrichen, so wie es eben natürlich aussieht, auch die Figuren, ne, die sind alle gealtert, ne, schattiert, mattiert und altiert. Auch die Waggons, wenn Sie schauen, die Arbeiter sind schmutzig, Figuren abgeändert, zum Beispiel wie der, wo schaufelt. Ja, sowas gibt es nicht zum Kaufen, den muss man eben umnennen. Gell? Muss man Hände abschneiden, Füße abschneiden und so, dass sie die richtige Arbeit verrichten. Bemerkenswert ist, der Michael Ritter von Boschengler hat 1896, eigentlich 94 schon, hat er begonnen mit dem Torfstich da unten und mit dem Bau von dem Gleis da unten in den Torfstich. Hat es aber nur 5 Jahre betrieben und dann ist eventuell das nötige Geld nicht rauskommen dabei und dann hat er es verkauft, angeboten. Und die Stadt München war der letzte Käufer, also zu einem billigen Preis, nur die Hälfte hat er gekriegt.
was er wollen hätte. Ne? Und dann hat es die Stadt München gebaut. Ne? 1996 hat der Ritter von Boschinger die erste Lokomotive gekauft. Das war eine Krausmaschine. Und die zweite Lok, die, wo ich gebaut habe, in den Maßstab, die hat Stadt München gekauft, erst 1902. Das ist dann eine Maffei-Lokomotive. Und die Maffei-Lokomotive, die ist gelaufen bis zum Schluss. Also von 1902 bis 1952, kann man sagen. Und dann ist sie ausgeschlachtet worden im Zenger Moos. Und der letzte Lokführer, das war der Martin Lindauer, der war so gescheit und hat die Glocke von der Originallok und das Firmenschild von Maffei 1902 abmontiert und aufgehoben in seiner Garage. Und eines Tages, ich bin öfter zu der Wittfrau runter von Lindauer, eines Tages hat sie mir das Firmenschild und die Glocke gezeigt und dann hat sie sich erweichen lassen und hat es uns gegeben. Ne? Und jetzt hat sie Frau Heinz in Besitz für das Museum. Ne? Es hat zwei Möglichkeiten gegeben, vom Zenger Moos den Torf rauf transportieren, entweder so und dann umgeladen, genau da draußen hinter der Friedhofsmauer umgeladen auf Normalspurwaggons, von Schmalspur auf Normalspurwaggons. Oder sie sind drunten im Zengermoos gleich auf Heuwagen beladen worden. Und in Ismaning sind sie, haben so schiefe Ebene gehabt, haben sie die Wegen runterlassen. Und der Heuwagen steht auf Trucks, so Tieflader kann man sagen. Ne? Und haben dann da die Pferde eingespannt. Und dann haben wir noch die Drehscheibe. Die Lokomotiven sind draufgekommen vom Zenger Moos 9 Kilometer auf dem Schienenweg. Und dann sind sie hier auf der Drehscheibe wieder umgedreht worden. So wie es jetzt steht, haben sie es wieder umgedreht. Nach und nach die 9 Jahre Bauzeit. Glücklich war ich, dass ich es wirklich geschafft habe, die 9 Jahre durchzuhalten, dass nichts passiert ist, ne, dass der Frau nichts passiert und mich und dass ich den ungeheuren Ehrgeiz und Energie gehabt habe, dieses große Werk, diese große Schauanlage überhaupt fertig zu bringen. Ne. Was wäre es, wenn ich mittendrin hätte aufhören können, hätte ich alles wegschmeißen können. Aber Gott sei Dank habe ich es geschafft. Ne? Ja.